bestimmte Wahrnehmungsgewohnheiten, die automatisch bei Menschen ablaufen. Das sind vermutlich in irgendwelchen geheimeren Ecken des Gehirns gelagert. Zum Beispiel, dass wir gewohnt sind in unserer Kultur, Sehtradition, dass wir etwa so ein Rechteck, so ein Bild beginnen von links zu sehen und eher eine Tendenz haben, rechts wieder das Bild zu verlassen oder oben auch dann. Also dass der untere Teil in Bildern immer grundsätzlich für uns in der Wahrnehmung stabiler wirkt, hat wohl zu tun einfach mit der Analogie der Bodenhaftung, die wir hier haben, und eben oben der weite Himmel assoziiert wird. Und ich habe mit anderen zusammen, die damals aktiv auch waren, und diese Tendenz für mich selber versucht zu entwickeln, wie kann man Bilder so stabilisieren, dass man als wahrnehmender Betrachter eben nicht von vornherein solchen Tendenzen unterworfen wird, die unbewusst ablaufen. Das heißt, ich habe versucht, rechts eine stabile, dunklere, kontrastreichere Situation zu entwickeln, links eine offene, die sich also da zum Beispiel kaum, also vom Hintergrund dann abhebt, so kaum, weil das ja nicht ganz eindeutig, dass das Hintergrund ist, aber man bleibt hier im Unklaren, auch wegen dieser hellen Streifen, die da sind. Und nach rechts zu, ganz deutlich, wird man geführt dann im Grunde genommen zu einer Art Ende, nämlich durch diese dunklere, kontrastreiche Situation. Das Zweite, was mich jetzt dann wieder verblüfft hat in der Rückerinnerung, dass ich damals auch schon gespielt habe mit diesem Wechsel von scheinbar gewölbten Elementen in einem Bild und der zweidimensionalen Fläche, die da ist. Man sieht also nichts während hier, hat man also wie diese Kurvenassoziation und sofort den Eindruck, da wölbt sich irgendetwas. Kannst du das mal bitte auf den Kopf stellen? Ja. Jetzt öffnet er sich stark nach rechts, was vorher also nicht macht es noch sehr deutlich, was du gerade erklärt hast. Ja. Von wo schaut man? Also in unserer Kultur war es ja so wie wir schreiben in der Regel. Also wir fangen ja links an zu schreiben und rechts endet die Zeile. Mal jetzt von links oben oder von links unten? Links oben. Also grundsätzlich fängt man wahrscheinlich von links oben an. Also es gibt halt viele Untersuchungen, aber ja. In der Regel sagt man schon links unten, weil man die obere Situation eher als unsicher betrachtet und man fühlt sich also stabiler unten und das ist dann links unten. Wäre, wenn man so will, mehrheitlich ein Wahrnehmungsbeginn. Zum Ausrosten. Zum Ausrosten. Der erste Punkt zum Ausrosten. Ist eher links unten, ja, genau. Okay. Was wollen Sie jetzt erreichen? Absicht war damals, ich habe es versucht, eben deshalb auch am Anfang so zu erklären, eigentlich eine Art von Entsubjektivierung in der Wahrnehmung. Dass man also einen Schritt näher an einer Art objektiven Wahrnehmung von Wirklichkeit kommt, indem man also diese subjektiven, unbewusst ablaufenden Prozesse in der Wahrnehmung versucht, damals haben wir gesagt, zu entlarven, um eine gewisse authentischere, objektivere, im gewissen Sinn objektivere Wahrnehmung der Wirklichkeit zu erreichen. Natürlich waren das für einen jungen Künstler große theoretische Vorsätze. Jetzt weiß ich, es ist nicht möglich. Ich bemühe so Dinge, aber es schwingt immer noch was mit bei mir in dieser Geschichte. Stimmt aber, also ich habe bei mir zumindest. Ja. Also, wenn Sie es sozusagen, also es ist ja jetzt verkehrt rum. Ne? Ja. Also bei mir ist es so, dass ich immer, also ich schaue zunächst oben links auf den Punkt, springe aber sofort nach unten. Ah ja. Also ich schaue drauf und, ja, also, und merke dann, also da ist der Beginn, aber irgendwie. Es ist kein richtiger Beginn, es ist eine Irritation. Ja, bei mir. So ist es. Ja, ist es natürlich. Also das ist das, was ich empfinde. Und dann fange ich an, also quasi analytischer,
Beispiel mit dem Bild auseinanderzusetzen. Nee, das, also Sie sind offensichtlich sehr sensibel, weil es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass also hier dieser Innenraum in der gleichen Farbigkeit oder nicht, also in der gleichen Helligkeit oder Weiß wie hier abgebildet wird, ist man sich über diese Situation eigentlich gar nicht klar. Man weiß nicht, also das hat längst nicht den Dingcharakter, den eine Form hat wie hier, die genau abgegrenzt ist, eine andere Farbe hat als hier umgeben und so weiter. Also hier wird man wirklich irritiert und das war natürlich mit eine der schlauen Absichten, eine gewisse Irritation zu schaffen und gleich mal zu verunsichern in der Wahrnehmung. Man weiß aber auch, dass vor allem die Farben auf die Emotionen direkt wirken, ja, bei jedem Menschen vollkommen verschieden. Ja. Aber bei der Form stimmt es einfach, dass man da wesentlich analytischer vorgeht. Erst einmal alles assoziiert, was man im Hirn speichert zu solchen Formen und ja, dann sieht, ob da was passt. Genau. Passt nichts. Ja, richtig. Und der größte Teil was Neues ist machen. Wahrnehmung, der läuft ja in so Prozessen ab. Man weiß das sicher genauso Bescheid. Und inzwischen hat man da sehr detaillierte Möglichkeiten über die Entwicklung der ganzen Gehirnforschung entwickelt und kann also relativ exakt auch einen zeitlichen Ablauf der verschiedenen Wahrnehmungsaktivitäten im Gehirn feststellen, worauf man also zuerst achtet, beziehungsweise worauf man geführt wird zu achten zuerst und was als zweites, als drittes und so weiter kommt. Und, das ist vor allem kanadischer Wissenschaftler, ganz spannend. Also ich habe ja schon ein paar Sachen im Internet, ich weiß jetzt nicht, ob die Farbigkeit, das ist ja immer so ein Problem, aber mir angeschaut und also sowohl diese gegenständlichen Bilder, ich glaube, der zweite Blick oder so ähnlich war das Kapitel, ja, irgendwie. Und dann eben auch die anderen Sachen, also diese stehende und so. Was mir aufgefallen ist, ist eine starke Ruhe und Statik in der Empfindung bei mir jetzt. Mhm. Und also bis hin zu so einer fast so einer hermetischen Situation. Also also quasi, da wird was Äußeres sozusagen, wird eigentlich abgegrenzt. Also das was zu sehen ist, ist etwas Geschlossenes. Und innerhalb dieses Geschlossenen aber immer, finden sich viele Elemente, also die dann in einer bestimmten Art und Weise kombiniert sind. Mhm. Und so eine Art, wie soll man sagen, eingefrorenes Universum oder so bilden. Ja, also das ist mir auch immer, also im Unterschied, ja, und gleichzeitig aber, da wird ja mit ästhetischen Prinzipien, mit gegensätzlichen ästhetischen Prinzipien gearbeitet, also meinetwegen einer starken Farbigkeit auf der einen Seite und einer schwächeren auf der anderen Seite und so weiter. Und da gibt es dann, das haben Sie auch in den Bildunterzeilen dann eben hervorgehoben. Also das fand ich jetzt interessant, also dass so eine starke, also die Kombination von verschiedensten, Farbigkeiten, dass das so eine starke Ruhe ausstrahlen kann und Statik. Oder liege ich da falsch? Nee, also ich finde das super, wie Sie das so entwickeln. Ich habe also bei mir diesen Unterschied in der Auffassung von Hintergrund und von Dingen, die auf diesem Hintergrund postiert werden, gemerkt im Unterschied zwischen gegenständlichen Arbeiten und zwischen diesen Sachen. Mhm. Und bei den gegenständlichen ist es so, dass der Hintergrund für mich als Fläche gar nicht so eine entscheidende Rolle spielt, sondern immer die Bedeutungen der Elemente, die ich eben auf diesem Hintergrund verteile, und wie ich Beziehungen herstelle zwischen den einzelnen Dingen. Aber bei den ungegenständlichen Arbeiten ist natürlich immer das Grundbewusstsein vorhanden, dass man auf dieser Fläche, die nun mal ein Bild grundsätzlich ja bildet, eine Analogie herstellt zu einer dreidimensionalen Wirklichkeit, also zur sichtbaren Wirklichkeit außen. Und diese grundsätzliche
Reduzierung einer dritten Dimension eben auf diese zwei führt dann dazu, finde ich, dass man die Fläche nun bewusster als zweidimensionale Welt verwenden sollte oder verwenden könnte. Und das entscheidet dann jeder selber, wie er es macht. Und auf dem dann können zweidimensionale oder dreidimensionale und so weiter Elemente ihren Platz finden. Mhm. Aber das ist immer eine Spannungsgegenüberstellung, meine ich. Das Bewusstsein, ich versuche hier, ging ja sicher Millionen von Leuten, die sowas versucht haben im Laufe der Geschichte auch so. Ich habe eine Fläche und auf der Fläche versuche ich jetzt den dritten Raum irgendwo mit unterzubringen oder darauf zu antworten, dass die Dinge einen dritten Raum haben. Und inzwischen geht es ja weiter mit Zeit und so weiter, mit neue Dimensionen. Also mir geht es so, dass ich immer da sofort versucht habe, vier Elemente, also vier Formen, für die Mitte zu kreieren. Ah, ja. Variationen, die man dann neu machen kann. Also ist man selber gefordert, dass man selber aktiv wird. Auch natürlich. Klar, völlig, ja.